ja, jetzt ist es passiert, wir hatten das Ordnungsamt hier, ist schon wie zu Zeiten damals in der DDR, wir haben Denunziantentum. Und zwar hatten wir unsere Reitbeteiligungen in einer Gruppenreitstunde. Wo ich bei der FN auch gelesen habe, Reitbeteiligungen sind erlaubt, aber offensichtlich nicht. Ordnungsamt war halt hier und angeblich hätten wir den Mindestabstand nicht eingehalten. Jetzt sitzen die also auf den Pferden, die Kinder. Und die Pferde, seht ihr ja, die leben hier alle zusammen. Das ist eine Familie und zwei der Beteiligten waren auch aus einer Familie, plus Reitlehrer und ein Kind noch. Und dann hat der Ordnungsamtleiter halt gesagt, er hätte sich das angeguckt und der Mindestabstand wäre nicht eingehalten gewesen. Das wollen wir jetzt mal messen. Nehmen wir erstmal ein größeres Pferd, das ist die Queenie. Guck mal, wow, bleib mal stehen, wow. Bleib stehen, Queenie. Nehmen wir die Fancy. Oder das kleinste Pferd hier. Jetzt mal gucken, was ist von der Nase bis zum Hals. Bis dahin, bis zur Sattellage. Wie viel ist es? Ich sehe hier von... Ich würde sagen 65. Ja, nehmen wir mal 60. Wir wollen 60, ja mal gut rechnen. Genau, ja. Dann haben wir noch den Pöppes. Den müssen wir dann mal rechnen. So ab hier würde ich den kleinsten sagen. Pferd, genau. Bis zur Schweifrüde. 45. Sind 45. Haben wir einen Meter. Ne? Und dann sagen wir mal, die sind dann relativ nah aufgeritten. Schweif an Schweif ist bei uns noch nie erlaubt gewesen. Und dann zeigt der Janik mal den Abstand zwischen zwei Pferden. Ich würde sagen, ungefähr so vielleicht. Dann gucken wir mal, was für eine Zahl sehen wir da? Ein Meter. Ja, wenn das dann der Abstand ist, ist der Abstand eingehalten. Wenn das dann die zwei waren, die in eine Familie gehören, frage ich mich, warum stecken die sich an, wenn die auf dem Pferd sitzen? Und warum stecken die sich nicht an, wenn die zusammen im Auto sitzen? Das dürfen die ja. Die Dame, die uns angezeigt hat, wir wissen das natürlich, wer das war, besucht als ältere Dame ihre Kinder. Aber das ist erlaubt. Erlaubt ist auch, dass der Jens Spahn, es ist eigentlich nicht erlaubt, aber er tut es, sitzt im Aufzug mit, sitzt nicht im Aufzug, steht im Aufzug mit einem Dutzend anderer Politiker und Ärzte oder Pflegepersonal in der Gießener Klinik und sagt dann, ja, das sollte nicht passieren, aber das passiert halt. Ja, haben wir noch ein Pferd, sollen wir den mal versuchen zu messen. Ja, wir haben hier Bömmels an. Der Janik hat den Bömmel an und meinen hat er ja gerade, glaube ich, auch gesehen. Damit, oh Gott, Lucky findet das gruselig. Wir können auch die Fancy versuchen, ob die das... Hatten jetzt keine Lust dafür, jetzt extra. So, ne, das ist ja, der Cisco ist ja nur ein Pferd. Bleib schön stehen, Fancy. Alles ist gut. Muss nicht nah dran. Okay. Wie viel ist das jetzt ungefähr? Bis hierhin 80 cm. 80, ne? Und hinterm Sattel ein bisschen vor 50. Nehmen wir 80 und 50. Da haben wir hier also schon mal einen Abstand 1,30 m, dass das Pferd mitbringt. Sind wir bei 2,30 m beim größten Pferd und bei 2 m beim kleinsten Pferd. Genau wie es vorgeschrieben ist. Und trotzdem drohen uns jetzt Strafen von 1.000 Euro. Ich habe uns auch nicht als Sportstätte gesehen, weil Pferde müssen bewegt werden. Kann man bei der FN auch nachlesen. Reitbeteiligung dürfen die Pferde auch bewegen, aber nein. Oh, sind wir angezeigt worden. Ja, und wenn wir nochmal erwischt werden bei dieser bösen Straftat, dann kostet uns das 25.000 Euro. Und du bist sehr süß, Cisco. Und wenn das alles ein schrecklicher Pest, Cholera und was nicht alles Virus wäre, könnte ich das vielleicht noch nachvollziehen. Aber als der Lockdown eingesetzt hat, war die Epidemie eigentlich schon so gut wie vorbei. Und das will ich jetzt als Nicht-Medizinerin nicht einfach behaupten. Ich habe eine Menge Videos gemacht über Zensur, weil das mein Metier ist als Redakteurin. Aber der Dr. Bodo Schiffmann, der hat als Mediziner und als jemand, der sich mit Statistiken auskennt, sich die Robert-Koch-Zahlen angeguckt und auch gezeigt, wer sind denn jetzt eigentlich die Verschwörer und die Nicht-Verschwörer. Und den Ausschnitt aus dem Video, den hänge ich euch jetzt hier mal mitten rein. Ich habe da noch viele, viele schöne Grafiken gefunden. Ich hoffe, Sie haben meinen Kanal mittlerweile abonniert und dann können wir zusammen gerne mal in diese Daten reinschauen. Wir wissen auch, wir haben Gott sei Dank ja nur nicht so viele Nicht-Verschwörungstheoretiker, also für alle, die sich gerne objektiv informieren. Es reicht, wenn Sie Professor Drosten oder Herrn Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut folgen, dann kriegen Sie natürlich immer die richtigen Sachen. Ja, Professor Drosten ist bei der Charité und nicht beim Robert-Koch-Institut, weiß ich. Also es gibt natürlich sehr viele Verschwörungstheoretiker. Ich habe sogar mittlerweile hier mal auf Position 1 geschafft. Das ist wirklich erstaunlich. Also hier bitte auf keinen Fall informieren.
Ja, es geht weiter. Also ich versuche auch natürlich, mich fortzubilden, auch von Professor Drosten zu lernen. Und Professor Drosten hat eine Meldung rausgebracht, auch bei Twitter, und hat gesagt, ja, deine Erkältung kann immun gegen Corona machen. Es ist durchaus so, dass wir damit rechnen, dass es möglicherweise eine unbemerkte Hintergrundimmunität gibt durch die Erkältungsviren. Denn sie sind auf gewisse Art und Weise verwandt mit dem SARS-CoV-2-Virus, so wie der Pandemie-Experte am Donnerstag gesagt hat. Also übersetzt das Ganze nochmal. Ja, auch durch eine normale Erkältung oder durch andere Coronaviren können sie eine Immunität erwerben, weil ja Coronaviren miteinander vernetzt sind bzw. verwandt sind. Das gleiche hat übrigens Wolfgang Wodak auch gesagt. Ihm wurde dann gesagt, das darf man nicht sagen, das ist falsch. Christian Drosten hat auch noch mehr wichtige Informationen gehabt hier vom 13. April. Frau Künast hat auch darauf geantwortet, beide, denke ich, sind bekannt. Und zwar sagt er, klar, gegen Ende des Verlaufs ist die PCR mal positiv und mal negativ, da spielt der Zufall mit. Wenn man Patienten zweimal negativ testet und als Geheilt entlässt, dann kann es zu Hause auch nochmal zu positiven Testergebnissen kommen. Das ist deswegen noch lange keine Reinfektion. Sagt Professor Drosten, dass man mal testen kann und es ist negativ, dann wieder positiv, dann wieder negativ. Sagt Professor Drosten, sag nicht ich, also bitte halten Sie sich an zuverlässige Quellen, ist es mir wichtig. Statistik ist sowieso immer so eine Geschichte, kennen Sie das? Ist ein Glas halb voll oder ist ein Glas halb leer? Das ist immer so die große Frage und beides ist richtig. Das eine ist die Annahme eines Optimisten, der vom Guten ausgeht, das andere ist die Aussage eines Pessimisten, der vom Schlechten ausgeht. Deswegen ist es in dem Zusammenhang immer ganz wichtig, sich eine Statistik nicht einseitig anzuschauen und ich erlaube mir auch die andere Seite immer wieder mal hervorzuholen. Sie kennen das schon, ist eine der Kurven, die Sie in den Veröffentlichungen des Robert-Koch-Instituts sehen können, nachher kommt noch eine schönere. Ich hatte diese Grafik schon ein paar Mal. Hier kann man das nicht so deutlich sehen, dass die Kurve bereits abfiel, bevor der Lockdown da war. Es gibt noch eine viel, 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 viel schönere Kurve, die zeige ich Ihnen gleich. So, gucken wir uns die weiteren Statistiken an. Die ersten Erkrankungsfälle, wann die aufgetreten sind und wie sich diese Kurven entwickelt haben, wann das eigentliche Maximum war, von wo ab es abgefallen ist. Mittlerweile wird die Kurve sehr in die Länge gezogen ab heute, sodass das Ganze wieder so aussieht, als würde sie leicht ansteigen. Das ist wirklich etwas seltsam, aber gut. Ja, es gibt gute Nachrichten aus Jena. Jena hat die Wende geschafft. Die Wende, haben wir auch schon mal gehört. Saß Einheitspartei Deutschlands. Corona in Deutschland, zweites Bundesland führt Maskenpflicht ein. Die Vorreiterstadt meldet erstaunliche Zahlen. Also in Deutschland hier habe ich, das ist ganz großartig, diese Meldung. Also Jena hat bestätigt, dass sich innerhalb der letzten 8 Tage kein Mensch mehr mit dem Coronavirus in Jena infiziert hat. Das ist toll. Jena hat übrigens auch das Wetter besiegt, also seit Einführung der Maskenpflicht hat es auch nicht mehr geschneit. Das ist eine Sache, die Sie auch wissen sollten. Das schützt uns dann, dass der Sommer länger hält. Warum bin ich da eben so zynisch? Weil es ein Zielscheibenfehler ist. Ich habe das Wort Zielscheibenfehler schon mal erklärt. Sie schießen ein Loch in die Wand und ziehen einen Kreis darum. Das ist ein Zielscheibenfehler. Das heißt, hier werden völlig unrealistische Sachen miteinander verglichen. Sie hätten die Maskenpflicht nicht machen können. Sie hätten auch rote Socken anziehen können in Jena. Und es hätte trotzdem keine Neuinfektion gegeben. Auch eine purpurfarbene Mütze auf dem Kopf hätte es verhindert. Warum? Das ist doch ganz einfach, weil die Maskenpflicht in Jena hat in ganz vielen deutschen Städten dazu geführt, dass es keine Neuinfektion mehr gibt. Das ist so toll. Schauen Sie sich einfach mal unsere Statistik an, die Sie ebenfalls beim Robert-Koch-Institut finden. Auch ohne Maskenpflicht sind Sie hier durchaus in der Lage. Nein, das stimmt natürlich nicht. Also nur durch die Maskenpflicht in Jena gibt es viele Bereiche in Deutschland, wo sich in den letzten 7 Tagen keiner mehr angesteckt hat. Da besteht kein Zusammenhang. Übrigens auch die Bettenauslastung nochmal auf die Krankenhäuser. Es kommt nachher noch, Spahn sagt, die Situation entspannt sich langsam oder soll man sagen, entspannt sich langsam. Es gibt eine tolle Seite, Coronavis, die Sie hier oben abtippen können. Ich habe sie auch unten verlinkt in den Kommentaren. Dort können Sie sich quasi für jede Stadt anzeigen lassen, wie die Belegung der Betten ist, wie die Auslastung der Beatmungsgeräte ist, wie das in den einzelnen Bundesländern ist. Ist richtig toll, diese Seite, kann man tolle Zahlen rausziehen. Das ist diese sogenannten Sentinel-Proben. Die Sentinel-Proben wurden auch vom Robert-Koch-Institut erfasst. Die überprüfen die Influenza-Wellen. Und da ging es darum, dass man gesagt hat, aha, jetzt haben wir also die ersten SARS-CoV-2 bei unseren Sentinel, also Atemwegserkrankungspatienten, festgestellt. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Bevölkerung langsam durchseucht wird. Es lohnt sich, diese Grafiken und diese Kurven mal mit der Influenza oder anderen Wellen abzugleichen oder auch mit der SARS-CoV-2-Welle abzugleichen. Und man sieht also auch die Influenza-Welle, die ist ja so stark gefallen, dass sie das erste Mal bis auf Null runtergegangen ist. Das hat es in den Vorjahren, glaube ich, soweit ich weiß, noch nie gegeben. Könnte auch daran liegen, dass man nicht mehr gesucht hat. Aber schauen Sie sich mal das hier mit dem alle. Also wir haben ganz, ganz viele Viren, die immer noch in der Luft rumflattern, obwohl diese bekannten Leute nicht mehr drin sind. Also auch hier dran sterben Menschen. Auch hier dran sterben Menschen. Das heißt, das sind Menschen, die am Ende an Atemwegserkrankungen, an atypischen Pneumonien, an Lungenentzündungen und Ähnlichem sterben. Aber wir gucken nur nach SARS-CoV-2. Das ist diese Linie hier unten. Diese Linie, die einmal kurz angestiegen war in der 13. kW und danach wieder rasant abgefallen ist. Spielt irgendwie bei den Erkältungsviren für mich jetzt nicht nachvollziehbar die große Rolle, aber ich sehe das bestimmt falsch. Und hier sagt der Herr Spahn, schrittweise Rückkehr in den Regelbetrieb der Kliniken, das möchte er auch machen, das finde ich toll. Wir haben ja schon gesagt, 150.000 Betten stehen leer in Deutschland. Und man soll aber trotzdem noch 25-30% der Intensivbetten für Corona-Patienten freihalten. Für die Welle, ne? Also die Welle, die Ende März das Gesundheitssystem zum Erliegen gebracht hat nach dem Pandemieplan der Republik. Seitdem kommen viele Menschen, die dringend eine ärztliche Behandlung brauchen, nicht mehr ins Krankenhaus. Sie werden nicht behandelt. Mann, oh Mann, also... Das muss doch irgendwann mal auch jemand verstehen, der zu dem Robert-Koch-Institut-Fanclub gehört, dass hier was nicht stimmen kann. Es gibt keine Welle. Es gab keine Welle. Was wir hatten, war eine normale Grippewelle, die von den Medien hochgepusht wurde, sodass die Kameras draufgehalten wurden. Und deswegen sind manche Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenze gekommen. Ich spreche hier nicht von Italien. Das lässt sich sehr gut erklären. Ich habe keine Ahnung von Frankreich und von Amerika, aber auch da fangen an, langsam andere Zahlen über den großen Teich zu tickern. Ich halte mich da im Moment aber zurück, bis ich irgendwas habe, was verlässlich ist.
Das Bundesverfassungsgericht fängt auch langsam an, darüber nachzudenken, dass so manche Sachen, die hier mit unserer Verfassung passieren, nicht gut sind. Also hier ist das erste Mal ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen ein Versammlungsverbot teilweise erfolgreich verabschiedet worden und auch über das Gottesdienstverbot wurde gesprochen, weil es ein schwerwiegender Eingriff in die Glaubensfreiheit ist und einer fortlaufenden strengen Prüfung braucht. Diese fortlaufende strenge Prüfung findet bloß nicht statt. Und das ist tatsächlich traurig. Die Krankenhäuser wollen zurück. 150.000 Betten sind frei. Operationen sind verschoben. Diese Operationen sind doch nicht aus Jux und Dollerei passiert. Das sind Menschen, die operiert werden müssen. Nicht Patienten, die auf eine Schönheitsoperation warten, sondern hierbei handelt es sich um Patienten, die wegen Schmerzen oder einem Tumor leiden oder anderen Geschichten auf eine Operation warten. Was, haben Sie eigentlich eine Ahnung, was gerade mit den jungen Eltern passiert, die auf die Geburt ihres Kindes warten? Darauf bin ich mehrfach angesprochen worden. In manchen Fällen werden die Patienten vom Krankenhaus angeschrieben und bekommen gesagt, man sollte das Kind vorher per Kaiserschnitt holen. In anderen Fällen darf der Vater nicht mehr mit ins Krankenhaus zur Geburt gehen. Wir wissen mittlerweile alle, dass das eine Sache, die sehr wichtig ist für Mutter, Kind und natürlich auch für den Vater. Also das dürfen die nicht mehr, obwohl jetzt, wenn Sie mal nachdenken, in diesem Kreissaal nicht eine einzige Person wäre, die zu irgendeiner Risikogruppe gehören würde. Verbietet man Familien, gemeinsam eine Geburt zu erleben. Das ist krank. Freibäder bleiben geschlossen. Hier, das Mindelsheimer Freibad bleibt dieses Jahr geschlossen. Sie finden mehrere solche Meldungen. Die meisten wissen aber auch nicht, wie es weitergeht. Hier muss umgedacht werden. Die Kinder dürfen sich sowieso schon nicht mehr bewegen in Deutschland. Jetzt kriegen sie auch schon keinen Schwimmunterricht mehr und dürfen jetzt auch im Sommer nicht in die Freibäder gehen und nicht schwimmen. Oh Mann, manchmal fällt mir nichts mehr ein. Die Industrie drängt, Altmaier bremst. Hotel und Gastronomie, hier gibt es massenweise Arbeitslose und es ist nicht davon auszugehen, dass die nach Ende dieser Krise ihre Jobs wieder zurückbekommen. Wir haben hier ziemlich viele Forderungen von der Wirtschaft, die allesamt komplett ignoriert werden. Mit keinerlei wissenschaftlicher Begründung. Es gibt keine Begründung für diese Maßnahmen. Okay, kommen wir zu was anderem. Ich erhielt ein weiteres vertrauliches Papier. Die Echtheit konnte noch nicht überprüft werden, der Inhalt klingt aber plausibel. Für alle Cleveren, Vorsicht, Satire. Okay, wir haben zugespielt bekommen. Muttis Corona-Checkliste. Nicht evidente statistische Daten und Modelle zurechtlegen. Erledigt. Dramatische Zahlen kommunizieren und Angst erzeugen. Erledigt. Von eigenen Fehlern ablenken. Ausreichende Bevorratung von Schutzausrüstung. Erledigt. Italienische Verhältnisse heraufbeschwören. Erledigt. Grundrechte eklatant beschädigen und einschränken. Erledigt. Parlamente auf Linie bringen und kaltstellen. Erledigt. Nur auf WHO, RKI mit Professor Wieler und Professor Drosten und deren Modellrechnung hören. Erledigt. Andersdenkende Wissenschaftler und Ärzte ausblenden. Erledigt. Öffentlich-rechtliche Mädchen gleichschalten. Erledigt. Weitere freie Forschung und Studien zu Corona bremsen, Autopsie, Antikörpertest, erledigt. Bevölkerung für ihre disziplinierte Selbstinhaftierung loben, ja, erledigt. Verunsicherung und Angst hochhalten, erledigt. Kritische Bürger als Weltverschwörer denunzieren, sowie deren Infokanäle sperren, erledigt. Inzwischen Neuerkenntnisse über Corona ignorieren, erledigt. Einschränkungen und Maßnahmen ohne plausiblen Grund verlängern, erledigt. Wirtschaft an die Wand fahren, erledigt. Soziales Leben ruinieren, erledigt. Psychische und soziale Schäden mit allen Konsequenzen in Kauf nehmen, erledigt. Angst kontrollieren, erledigt. Handybewegungsdaten überwachen, erledigt. Neue Studien der Pharmaindustrie und WHO als ernst nehmen, ist in Arbeit. Bill Gates als Sponsor ehren, auch in Arbeit. Angst weiter steigern, ist in Arbeit. Generellen Impfzwang einführen, ist in Arbeit, schon sehr weit gediegen. Bargeld wegen Virusübertragungsgefahr abschaffen, ist erledigt oder in Arbeit. Naja, wir arbeiten dran, viele Läden nehmen kein Bargeld mehr. Infektionsschutzgesetz verschärfen, erledigt. Grundgesetz ändern, in Arbeit. Regierungsmacht ausüben, in Arbeit. Und krasse Bürgerbevormundung und Kontrolle werden wir weiter optimieren, ist zwar schon teilweise erledigt, aber natürlich noch in Arbeit. Ja, das bin sehr froh, dass ich diese Informationen bekommen habe. Noch einmal, der Shutdown hat nichts bewirkt. Der Shutdown war schon erfolgreich, bevor er begonnen hat. Das Quelle ist das Robert-Koch-Institut. Eine der vertrauenswürdigen Quellen, wo es um die effektive Reproduktionszahl geht, die bei 2,5 begonnen hat, bis auf 3,5 gestiegen ist und zum Zeitpunkt der Einführung der Ausgangssperren und Kontaktverbote und Shutdown-Maßnahmen bereits unter 1 lag, seitdem nicht mehr nennenswert über 1 gestiegen ist und das Wichtigste ist, er ist nicht weiter abgefallen. Wenn die Maßnahmen erfolgreich gewesen wären, wäre es weiter abgefallen. Das Ding pendelt schon die ganze Zeit um dieselben Werte. Hier ist der Beweis dafür, dass der Shutdown schon erfolgreich war, bevor er begonnen hat, aus einer zuverlässigen Quelle, dem Robert-Koch-Institut. Noch einmal meine derzeitige Lieblingsgrafik. Das Robert-Koch-Institut addiert ausschließlich die Fälle, die sie testen und für positiv befinden. Selbst diese Kurve flacht ab. Und wenn man nach 14 Tagen einfach die Genesenen abzieht, dann sieht die Kurve so aus. Kommt Ihnen die bekannt vor? Das ist die typische Kurvenentwicklung einer Erkältungswelle. Ich sage nicht Grippe, sondern Erkältungswelle, weil da auch Coronaviren dran beteiligt sind. Denken Sie an die Querdenkerbommel. Das ist die kleine, tägliche, legale und nicht anmeldungspflichtige Demonstration für Mitdenker und nicht für Mitläufer. Es ist der einfache Weg, ins Gespräch zu kommen und auch Gleichgesinnte zu erkennen. Bitte bauen Sie sich so eine Bommel oder nehmen Sie einen Tannenzapfen, hängen Sie ihn sich um den Hals oder nehmen Sie eine Klopapierrolle oder bauen Sie eine Bommel aus irgendwas. Einfach, das ist ein Symbol. Machen Sie nicht den Fehler, zu demonstrieren oder gegen Gesetze zu verstoßen. Das wäre eine Sache, womit Sie der Regierung das bringen würden, was Sie gerne hätten.
Das heißt, seien Sie einfach vernünftig, nutzen Sie das Internet, nutzen Sie das persönliche Gespräch, regen Sie zum Nachdenken an, hängen Sie sich von mir aus eine riesen Bommel um den Hals, damit man Sie erkennt und anspricht und überzeugen Sie andere. Und Sie wissen schon, halten Sie sich an die behördlichen Vorgaben. Diese Informationen sind meine persönliche Meinung und Ergebnis meiner persönlichen Recherche. Sie unterstreichen mein Recht auf freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit. So, ich hoffe, dass ihr euch noch mehr Videos von dem Bodo Schiffmann anhört. Das ist wirklich, er setzt sich gut mit den Zahlen auseinander und ich habe ja auch in meinem Studium Statistik gehabt und sehe halt auch diese Schwächen in dieser Statistik. Man sollte einfach misstrauischer sein. Deswegen, ich habe eine Playlist für euch, findet ihr hier oben in der Infobox und ich mache mir jetzt auch so einen Bommel, wie er das empfiehlt, um zu zeigen, ich bin anderer Meinung und glaube der Corona-Panikmache nicht. So, ich mache jetzt einfach mal einen Knoten da rein, weil ich will auch ein paar Bommels unten drunter haben, damit das ein bisschen schöner aussieht. Verschwörungstheorie-Bommels. Der Janik, der Kameramann, will sich gleich auch noch einen machen, denn ich habe es hier schon verdummbeutelt. Gar nicht so einfach, zu doof einen Bommel zu machen, aber jetzt. So, gucken wir mal. Das, meine Idee ist jetzt halt, damit es schöner aussieht, dass ich dieses kurze Ende da dran winde. So schöne sieht man immer bei dem Bodo Schiffmann. Handtuch vors Fenster hängen könnt ihr auch, um das zu zeigen. Abgesehen von den Bommels haben wir auch Handtücher in die Fenster gehangen, damit wir auch damit zeigen, wir sind gegen diese Corona-Panikmache. Einmal hier und auch hier vorne am Haus. So. Hier die langen zum Umhängen oder ins Auto hängen oder was auch immer. Und hier machen wir jetzt eine Kugel daraus. Man kann natürlich auch was anderes nehmen, wenn man jetzt umweltbewusster ist. Aber wir hatten gerade noch Alufolie. Klopapierrolle, sagt er, habt ihr ja gerade selber gehört. So. Ach, das ist aber nicht so richtig rund geworden, aber egal. Das ist mein Bommel ein bisschen groß geworden, ne? Vielleicht hänge ich den ja auch ins Auto. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.